So, bin noch in Ninh Binh und habe mich jetzt entschlossen, für 2 Tage in den Nationalpark reinzufahren. Inklusive Homestay, das heißt also bei so einer Familie irgendwo in so einem Dorf zu übernachten. Und dann morgen früh zurück mit mehreren Stops dann zurück nach Ninh Binh. Jetzt der erste Stop hier ist an der, wie heißt die Pagode? Moment. Shua Bai Ning. Ah, die ist zwar noch im Bau, aber zum größten Teil ist das andere alles fertig. So, das erste ist jetzt hier den großen Turm. Das soll so eine Pagode sein. Die wird wohl irgendwann mal fertig werden, ich schätze in einem Jahr. Dann wird das wohl hier ganz gut aussehen. Dieser zur Provinz Ninh Binh gehörende religiöse Komplex von buddhistischen Tempeln auf dem Bai Dinh-Berg zählt zu den größten in Vietnam. Auf dem 539 Hektar großen Areal sind weitere Pagoden sowie einige interessante kleinere Höhlen zu erkunden. Dazu gibt es Parkanlagen und Seensysteme. Die Bauzeit für diesen Tempel betrug 7 Jahre und wurde 2010 fertiggestellt. Auch hier werden buddhistische Feste abgehalten. Dann sind aber Tausende von Pilgern nach hierhin unterwegs und feiern zum Beispiel den 6. Tag des 1. Mondmonats, kurz nach Neujahrsfest. Dann ist es natürlich mit der gemütlichen Sightseeing-Tour vorbei. Diese vergoldeten Buddha-Statuen sind aus reiner Bronze gegossen und weisen ein Gewicht um die 50 Tonnen auf. Hier im hinteren Teil gibt es dann noch weitere 500 kleinere unterschiedliche Buddhas zu bestaunen. Wir fahren weiter und passieren auf unserer 120 Kilometer langen Wegstrecke zum Pu Luang Nature Park zuerst den nordöstlich gelegenen Phuc Phuong Nationalpark. Etwas weiter legen wir einen kurzen Stop ein, um noch fehlenden Proviant einzukaufen. Nun macht sich aber doch schon die längere Fahrt auf solch einem kleinen Motorbike bemerkbar und bin froh, wenn wir endlich ankommen. Trotz der nicht gerade bequemen Fahrt wird man von einer fantastischen Natur belohnt, die man so schnell nicht wieder zu sehen bekommt. Zumal es den Massentourismus hier nicht gibt und nur vereinzelt einige Traveler anzutreffen sind. Now from here go to the home say 6 kilometer. What's the name of the village? Ban Hieu. Ban Hieu. Hieu. Okay. So, so ungefähr schon 6,5 Stunden mit dem Moped hier unterwegs, bevor ich das laufen kann. Und jetzt gehen wir noch mal ungefähr, how long it takes? 1 hour. 1 hour. Jetzt gehen wir noch ungefähr 1 Stunde, bis wir zu dem Dorf hinkommen, wo wir dann übernachten. Nach ein paar Minuten Fußmarsch bestaune ich diese voll funktionsfähige Wasserversorgung. Bei uns nur noch in Museen zu bewundern, wird diese Technik hier noch eingesetzt. Kostengünstig sowie umweltschonend scheinen diese Wasserräder problemlos ohne großartigen Wartungsaufwand zu laufen. Wir sind bereits im 17.662 Hektar großen Pu Luang Nature Park, der sich an 2 parallel verlaufende Bergbrücken entlangzieht, angekommen. Unser Frühstück, Bananen. Hier in diesem Tal haben sich dann auch einige kleine Dörfer mit landwirtschaftlichen Flächen angesiedelt. Tonam? Tonam, Polo. Das ist ein Motorbike, okay. And then when, where we start walking? Here. And where we stay overnight? Okay. Die hier lebende Bevölkerung zählt zu den ethnischen Minderheiten der Thais und Muong.
Bevorzugt angebaut wird Tapioca, eine geschmacksneutrale Stärke, die als Zutat zum Kochen verwendet wird, sowie Zuckerrohr, Mais und Reis. Mit etwas Ausdauer und Geschick kann man aber auch auf eigene Faust zum Teil mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach hier anreisen und sich eine Unterkunft besorgen. Denn der doch recht hohe Preis für solch eine organisierten Tour ab 100 US-Dollar sind nicht gerechtfertigt. Wir erreichen unser Dorf, in dem wir unsere Nacht verbringen werden. Looks like Python. Become big. Yeah. More big. Long. It's Python. 40 kilo. Is it dangerous? No, no, sieht not in the good. 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 Chị lấy đi đâu đi chỗ nào? Giỏi chạy nó không cổ như thế được không? Đi lên anh bắt lấy nhỉ? Được rồi. Thôi. Đi bắt. Oh, he's gonna attack you. Cậu cần quay ra sai. Đi theo quay gì? Rắn đấy. Quay. Very beautiful. Yeah. Thằng bố mày. Diese nicht giftige Python, obwohl sie auch ganz schön zubeißen können, kommen in diesen Gegenden häufig vor. Und ich hoffe nur, dass sie jetzt nicht in irgendeinen Kochtopf landet. Jedenfalls deutet nichts auf eine Zubereitung dieses Reptils hin. Und es scheint ein ganz normales Abendessen zu geben. Là bắt cho anh con gà nhá. Nhớ đấy. Mua con gà mang về nhà anh. Nào mi. Đây là nó là thằng này thích lắm. Mất tự nhiên quay lắm. Quay là gà không. 2 3 go. 2 go. 2 3 go. 2 3 go. 2 3 go. 2 3 go. Nicht nur ausgiebig wurde aufgetischt, sondern auch kräftig der selbstgebrannte Reiswein ausgeschenkt. Und wie bei uns mit 1, 2, 3 geht's hier ab mit Hai Ba Do, bis die 1 Liter Flasche leer war. Vietnam Ho Chi Minh, Vietnam Ho Chi Minh, anh cho cô một con đường sẽ lên bờ. Nach einer nicht gerade gut durchschlafenden Nacht, ohne Matratze, nur einer etwas sickeren Decke als Unterlage und zu recht kühlen Temperaturen, werden wir nach einem kleinen Frühstück dann noch mit einem vietnamesischen Liedchen verabschiedet. Linh tinh đường đầm ấm suốt đời tôi mang ơn nhà cô bác đã nuôi thân mẹ già heo mòn. Ok, thank you. Wir machen jetzt auf den Weg irgendwo da hinten über die Berge rum zu zwei anderen kleinen Dörfern und dann geht irgendwo da hinten runter, da wieder und dann wieder zu dem Ausgangspunkt, wo wir angekommen sind. Soll anderthalb Stunden gehen. Auf einem kleinen Pfad geht's wieder zu unserem Ausgangspunkt zurück und hatte mir eigentlich von den zuvor gemachten Angaben einer Wanderung durch dieses Tal mehr vorgestellt. Jedenfalls ist die Umgebung in diesem Tal herrlich und werde mit Sicherheit nach hier zurückkehren. Zumal es auch hier Berge bis zu 1667 Meter gibt, die man auf Trekkingtouren erkundschaften kann. Und auch mit dem Wetter haben wir Glück. Denn heftige Regenschauer zuvor ließen nichts Gutes erwarten. Zu der Flora und Fauna sei gesagt, dass einige Pflanzenarten endemisch sind und nur hier vorkommen. Zudem gesellen sich ca. 600 Arten von Tieren, darunter auch die vom Aussterben bedrohten Affenart der Brillenlanguren. Mein Fahrer, der ist schon vorgefahren, den werde ich wohl da hinten jetzt in dem Dorf finden. Oder vielmehr, der findet mich.
Das sind auch nur ca. 3 Kilometer. Und dann fahren wir wieder Richtung den Bienen. Hallo, good morning. Für unsere Rückfahrt entscheiden wir uns auf einer anderen Route, die zwar länger, aber schöner sein soll, zurückzufahren. Es geht entlang des Kuk Phuong Nationalparks und legen diesmal öfters eine Pause ein. Eine Stunde jetzt gefahren, jetzt machen wir erstmal eine Kaffeepause. Gut, Vietnamese Coffee. Und dann noch 4 oder 5 Stunden fahren und dann sind wir wieder im Hotel. Und dann fahre ich mit dem Nachtbus nach Hue, falls das klappt. Okay. Im Moment geht es nur langsam weiter. Immer wieder müssen wir im Schleichtempo an einigen freilaufenden Herden vorbeifahren. Und auch sonst weiß man nie, was sich hinter einer Kurve gerade aufhört. Es geht nun zügig voran und holen die Zeit wieder auf und fahren mit den Gästen, die auch mit auf dieser Tour waren, zusammen zurück.